Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns heute mal wieder ein Skript-Mod an vom lieben Modder. Oh, jetzt muss ich mich anstrengen. Apurei? Apureri? Ah, auf jeden Fall, ja, irgendwie sowas in der Art. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und das Ganze nennt sich Fast Night. Der Modder selber schreibt: Die Nacht wird schneller vergehen, als du denkst. Mit diesem Mod stellst du die Zeitskalierung morgens und abends auf eine bestimmte Zeitskalierung. Also die Zeit auf eine gewisse Zeitskalierung. Okay, ich erkläre es euch kurz. Ihr drückt die linke Shift-Taste, das ist die Taste, wo ihr mit ihr groß schreibt. Ne, unter der Caps-Lock-Taste, die haltet ihr gedrückt und drückt einmal auf die Taste 0. Naja, nicht auf der 10er-Tastatur, sondern oben auf der Haupttastatur. Da kommt ihr in die Fast-Night-Einstellung rein. So. Und da habt ihr hier Startstunde für Tagesmodus. Das heißt, okay, wann wollt ihr am Tag anfangen? Um 6, um 7, um 8, um 9, um 10, bla bla bla. Das könnt ihr alles einstellen. Habt ihr die 24-Stunden-Dinger? Das passt. Auch Startminuten könnt ihr einstellen, ne? Ob ihr genau 6 Uhr wollt oder 6.50 Uhr, whatever. Und ihr könnt einstellen die Zeitskalierung für den Tagmodus. Ne? Also, was wollt ihr im Tagmodus spielen? Mal 1, mal 2, mal 3, ne? Bis zum absoluten Get-No könnt ihr da alles einstellen. Standardgemäß ist jetzt hier, machen wir mal 8. So, Auto-Tag-Skalierung an, das bedeutet, macht er alles automatisch. So, Start für den Nachtmodus. Das heißt jetzt, okay, ihr sagt, um 19 Uhr ist hier Schicht im Schacht, da passiert gar nichts. Und die Skalierung soll dann automatisch mal 80 erfolgen, beziehungsweise halt noch höher. Ihr könnt das hochschrauben bis mal 300. Das könnt ihr auch stellen, dass es automatisch erkannt wird, sprich automatisch, wenn Tag ist, automatisch, wenn Nacht ist. Und ihr könnt die Tastenkombination anzeigen lassen im F1-Fenster. So, jetzt haben wir das in dem Fall mal hier. Ich aktiviere den ganzen Spaß. Wir haben es jetzt aktuell 13 Uhr. Ja? Und dann können wir aber das Ganze auch noch manuell machen, indem ihr Umschalt links 7 drückt. Könnt ihr das Ganze entweder runternehmen oder Umschalt links 8, da könnt ihr das Ganze auch hochnehmen. Und ihr seht, ihr könnt es halt sehr feinfühlig einstellen. Mal 1, mal 2, mal 3, 4, 5, bla 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 bla. Und so weiter und so fort. Also das könnt ihr auch definitiv so automatisch einstellen, wie es euch geliebt ist. Wir switchen jetzt mal hier etwas weiter vor, und zwar Richtung 18 Uhr. Denn da soll es ja jetzt dann automatisch in mal 80 überspringen, beziehungsweise in dem Fall, was wir jetzt eingestellt haben, in mal, was war das? In mal 300, ne? In mal 300 müsste es auf jeden Fall so sein. Ich kann das jetzt hier noch schon mal hochnehmen. Sieht man ja, dass die Zeit dann jetzt dementsprechend auch schneller vorgeht. Und um 19 Uhr müsste das dann eigentlich automatisch dann auch so passieren. Hoffen wir es einfach mal. Dann haben wir den ganzen Spaß ja mal runter. So, was ist ich hier auf mal 10? So. Und mal gucken, was jetzt passiert. Zack, jetzt ist es 19 Uhr und er erkennt automatisch, okay, jetzt baller ich mit mal 300 durch die Nacht. Was ist jetzt der Unterschied an diesem umgeschriebenen Fast-Forward, den ihr ja selber von Upside Down benutzen könnt? Es läuft halt hier automatisch. Also sprich, ihr sagt, okay, ich will nicht pennen, sondern ich will einfach nur, dass die Nacht schneller vorbeigeht. Und somit stellt ihr halt diese Skalierung ein, die ihr haben wollt. Und wenn wir dann irgendwann auf 6 Uhr morgens sind, ich greife jetzt mal hier manuell ein, mit diesem Fast-Forward umgeschriebenen Mod, dass wir dann Richtung, obwohl da können wir gerade mal hier GS Set Day Time. Haben wir gesagt, 6 Uhr morgens soll der ganze Spaß enden. So, wir stellen uns mal hier auf 5 Uhr morgens. Und sobald es jetzt hier mal 6 Uhr schlägt, müsste die Skalierung dann wieder auf unsere normale Tageszeit umswitchen, so wie wir es eingestellt haben. Und bam, jetzt läuft sie auf mal 8. Ich hoffe, es war selbst erklären, beziehungsweise relativ leicht zu erklären. Download-Link findet ihr wie immer in der Beschreibung, inklusive Mod-Bewertung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Tschüdelü.